Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Matthias hat hier mit freundlichen Worten gesagt, wir haben wenig Zeit, deswegen sollten wir uns beeilen. Als Schatzmeister kann ich mich dem anschließen, time is money. Und deswegen werde ich auch versuchen, kurz zu reden. Erstens, wir haben noch anderthalb Jahreszeit bis zur nächsten Bundestagswahl und das ist verdammt wenig. Zweitens, das Ergebnis dieser nächsten Bundestagswahl wird auch für die Finanzen der Partei von erheblicher Bedeutung sein, wie auch das Ergebnis der letzten Bundestagswahl von erheblicher Bedeutung für die Partei war. Ich mache das jetzt zwei Jahre. In diesen zwei Jahren mussten wir pro Jahr 1 Million Euro einsparen, weil wir ein schlechteres Wahlergebnis als 2009 hatten. Wir haben diese Aufgabe ganz gut gelöst. Wir hatten einiges zu ändern an dem, was zu tun war in der Vergangenheit. Wir haben die Arbeitsorganisation im Haus neu organisiert. Wir haben das Mitgliederprogramm in der Modernisierung. Wir haben einen Altersteilzeitfonds erneut eingerichtet. Und wir haben viele andere Dinge, die organisatorischen Charakter tragen, neu geordnet. Die Arbeit der Gremien, des Parteivorstandes, des Jugendverbandes, der vielen Ausschüsse und Zusammenschlüsse ist in den letzten Jahren solide finanziert worden. Wir haben den Wahlkampffonds neu sortieren müssen. Die Abführungen in den Wahlkampffonds seitens des Bundes wurden erhöht. Trotzdem mussten wir die Fonds für die Länder um 10% kürzen. Wir haben festgestellt, dass man mit 10% weniger Geld trotzdem bessere Wahlergebnisse erzielen kann als in den Wahlen davor. Deswegen schlage ich vor, dass wir diesen Weg konsequent fortsetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben es geschafft, in den vergangenen zwei Jahren den Rückwärtstrend bei den Beitragseinnahmen zu stoppen und wieder umzukehren. Wir haben jetzt wieder bessere Beitragseinnahmen als 2013 und dafür danke ich allen Genossinnen und Genossen, den Landesverbänden, in den Kreisorganisationen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle verstehen, dass diese Einnahmen vor allen Dingen für die Finanzierung der Landesverbände wichtig sind, dass jeder Landesverband den Ehrgeiz haben sollte, seine Gelder, die er für die organisatorische Arbeit braucht, selbst einzunehmen. Und das geht nicht ohne solide Beitragseinnahmen. Und ich freue mich sehr, dass wir da vorangekommen sind. Wir haben die Beteiligung der Partei angefasst, etwas, was in der Vergangenheit oft für Misstrauen und für Ärger in der Debatte intern gesorgt hat. Wir haben dort Transparenz geschaffen und sind dabei, erste Veränderungen durchzusetzen. Auch das ist nicht einfach, aber mit den Beteiligten gemeinsam kriegen wir das so nach und nach hin. Wir haben zwei Satzungsänderungen auf dem letzten Parteitag miteinander vereinbart. Einmal, wir haben die Beitragstabelle angefasst. Auch das ist etwas, was diese Partei ungern macht. Ich glaube, es war richtig und gut, dass sie es getan hat. Es hat was mit den Ergebnissen in der Finanzarbeit der letzten Wochen und Monate zu tun. Und wir haben die Frage der Unternehmensspenden miteinander im Konsens gelöst. Auch das war etwas, was in der Vergangenheit für Unruhe gesorgt hat. Summa summarum, glaube ich, sind wir finanziell gut aufgestellt, aber es bleibt eine Menge zu tun. Wir haben dafür im Moment noch Zeit, bevor wir uns dann mit ganzer Kraft in den Bundestagswahlkampf stürzen. Dafür stehe ich und die anderen Genossinnen und Genossen des Parteivorstandes hier zur Verfügung. Ich hoffe, ihr gebt mir die Möglichkeit, dabei zu sein. Dankeschön.